So Leute, was geht? Alles fit bei euch? Heute geht's ran. Ich möchte heute nämlich eine Bambus- und Weizenfarm bauen, damit wir Gerüstblöcke haben, um auch die Natur besser zu erkunden. Und das Weizen wollen wir heute hier, unsere kleine Ecke wollen wir heute verlegen, dass wir im Prinzip dann genügend Weizen haben etc., um uns was richtig Geiles zu machen, und zwar den 30er Enchanter. Und aus dem 30er Enchanter gibt es dann zahlreiche andere Projekte, die folgen. Und wie ihr seht, ich habe mir extra ein bisschen Holz mitgenommen. Ich will jetzt hier nicht direkt eine super Brücke hinzimmern, das machen wir später alles. Erstmal will ich jetzt so ein bisschen, wisst ihr, so ein bisschen auf Farming gehen und so. Und später fangen wir dann richtig heftig wieder an zu bauen, Alter. Nur halt, was halt dazu fehlt, ist wirklich das Weizen und erstmal jetzt das Zuckerrohr. Dann machen wir uns als allererstes erstmal einen 30er Enchanter. Und aus diesem 30er Enchanter wird dann gefarmt für Dias etc. Und dann können wir richtig loslegen mit Bauen. Da unten das Projekt habe ich ja in der letzten Folge angekündigt. Das wird auch definitiv so passieren. So Leute, ich habe hier jetzt erstmal ganz viele Fackeln geplaced. Und als allererstes würde ich jetzt erstmal hier kurz das hier alles schnell abfarmen. Das dauert ja nicht allzu lange. Und danach können wir direkt die Gräben ziehen, dass wir im Prinzip unendliche Wasserquelle machen. Und aus der unendlichen Wasserquelle dann alles ziehen bezüglich der Farm. Und ja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Leute, ich habe hier jetzt alles fertig gemacht. Beziehungsweise finde ich es so erstmal gut, ich muss gleich noch ausleuchten, aber mir ist gerade was aufgefallen. Ich zeige euch das hier jetzt auch mal hier. Wenn ich genau hier lang gehe, habe ich immer einen Ruckler. Ist mir ja in der letzten Aufnahme schon aufgefallen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was es sein könnte? Es ist genau hier auf diesem Block. Hier. Genau hier. Immer wieder. Das waren wahrscheinlich ja noch die Shunt-Lags in der, ich glaube, dritten Folge oder so, die ich da hatte. So, aber wir haben jetzt hier alles abgebaut. Ich würde sagen, ich baue hier jetzt erstmal ein paar Gräben. Die bauen wir auch nicht direkt gerade, sondern so ein bisschen organischer. Ich weiß nicht, ob man das organischer nennen kann. Ist zwar für die Farm nicht so vorteilhaft, aber so ein bisschen Schönheit, finde ich, sollte einfach dabei sein. Das gehört halt dazu. So ein bisschen Stil, wisst ihr, wie ich meine. Und später werde ich mir vielleicht auch Steine holen. Ich habe zwar jetzt hier noch, gar nicht mal so viel. Dass wir nämlich die Steine verwenden können, um hier so ein paar Steinbrückelchen in Anführungszeichen reinzubringen. Dass es so ein bisschen, auch so ein bisschen schöner halt einfach aussieht. Klar, es ist nur so eine fiktive Farm, sage ich mal. Aber es gehört halt einfach dazu, finde ich so. Keine Ahnung. Ich finde jetzt hier einfach so eine gerade Farm auf festig hinzuklatschen, so, das kann man im Untergrund machen, aber wenn wir es hier schon an der Oberwelt machen, dann gehört es einfach dazu, dass man ein bisschen auf die Ästhetik achtet. Ich habe jetzt hier so ein paar Schrägen und ein bisschen Löcher reingezogen. Sieht jetzt alles noch ein bisschen verrückt aus. Aber wir füllen das Ganze jetzt hier mit Wasser. Und später werde ich vielleicht noch Glowstone holen. Und, oh, ich glaube, ich muss Glowstone holen. Weil das Eis sonst, das gefriert ja sonst zu Eis. Also ich habe jetzt 18 Glowstone-Blöcke. Die werden definitiv nicht reichen, um all unser Wasser ordentlich schön zu machen, damit es auch gut aussieht. Und vor allem damit das hier nicht alles schmilzt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man irgendwann nochmal in die Hölle gehen und das halt da machen. So, und jetzt könnten wir das einfach so machen. Problem ist natürlich, das würde ich jetzt noch nicht überall machen, weil wenn das Wasser einmal gefriert, aus irgendeinem Grund, dann passiert es halt, dass man den, oder ich muss den Hardstep dann wieder abbauen, um das Wasser zu entfrieren, beziehungsweise dann Glowstone hinzutun. Da habe ich eigentlich nicht so wirklich Bock drauf. Wow. Okay, Leute, dann machen wir, dann tue ich das hier jetzt wieder zu. Und dann machen wir einen Abteil, wo nur die Pflanzen da wachsen und halt einen Abteil dann mit Zuckerrohr. Oder wahrscheinlich so Hälfte, Hälfte, so ein bisschen zwischendrin, mal so, mal so. Mal sehen. Aber die wachsen ja richtig schnell, die Bambusdinger so. Leute, das Ding ist, ich möchte betonen, ich habe keine Ahnung, wie das in der 1.14 aussieht mit neuen Blöcken und so. Das werde ich wahrscheinlich im Laufe des Let's Plays sehen. Aber erstmal würde ich so ein paar Monumente von diesen Steinsachen dahin tun. Weil ich auch keine Ahnung habe, ob es
dünnere, feinere Blöcke gibt oder nicht oder bessere Details oder so. Deswegen würde ich das erstmal so lassen. Und die halt hier überall so ein bisschen hinbauen. Kann man mit einer Dia-Achse eigentlich lang gehen und die einfach so richtig schnell wegmachen? Das würde mich interessieren. Also die immer so zu farmen wäre halt schon aufwendig. Ich glaube, da gibt es auch automatische Farmen für. Die könnte man später natürlich dann auch bauen. So Leute, da haben wir jetzt auch schon diese Steinklötze ein bisschen gemacht, ein bisschen gebaut. Und an diese Steine können wir jetzt gleich, ist nämlich auch ein guter Nutzen, können wir jetzt gleich, beziehungsweise auf, die Fackeln placen, da ich ja noch keine geilen Blöcke so dafür habe, beziehungsweise keine geilen Blöcke, die Licht erzeugen, können die jetzt hier einfach das Licht erzeugen, was denke ich gar nicht so schlecht ist. Und danke übrigens für die ganzen Ruckel, also wirklich, ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, falls ihr da irgendeine Lösung für habt, einfach rein damit. Junge, das ist ja so ätzend, das ist ja richtig eklig einfach. Man kann doch theoretisch so einen leicht geschwungenen Weg hier durchführen. Müsste theoretisch übelst geil aussehen, so an sich, denke ich. Dass wir hier so anfangen. Und dann führen wir den Weg hier so durch. Okay, jetzt hier kann ich natürlich nicht weitermachen. Aber der würde dann einfach hier so lang gehen. Und hier könnten überall wieder so ein paar Teile sein. Mal gucken. Wisst ihr, dass er hier so ein bisschen durchführt? Dann könnte man hier auch verschiedene Blöcke einbauen. Das lässt das Ganze dann nochmal schöner wirken, so. Und ich würde hier auch direkt jetzt alles bepflanzen, aber ich habe halt noch nicht genügend Zuckerrohr, um die Teile, wo Zuckerrohr sein soll, ordentlich zu machen. Wisst ihr, haben wir ein Teil so, was so hoch geht. Hier vielleicht so ein bisschen Zuckerrohr und hier im Hintergrund kann dann hier auch nochmal alles voll damit. So. Und ich glaube, dann sieht es mega geil aus, wenn man hier durchläuft und hier so ein bisschen höher, hier alles vorne ein bisschen niedriger, da vorne dann höher und da vielleicht in der Ecke auch noch ein bisschen höher. Und da hinten auch. Und dann haben wir direkt auch gleichzeitig dazu eine richtig schöne Farm. Ich gehe jetzt nochmal gucken, wie das von da drüben aussieht. Was man später auf jeden Fall noch machen könnte, ist mit mehr Holzsorten arbeiten. Dass man mehr Holz einfließen lässt, aber viele Blöcke habe ich halt wie gesagt noch nicht. Und ich arbeite gerade mit dem, was ich so habe und hier jetzt den ganzen Wald abfarmen. Habe ich gerade, um ehrlich zu sein, nicht nochmal so viel Lust drauf. Aber ich denke, das wird alles besser, wenn man das so ein bisschen verziert. Dann, wenn man die genauen Blöcke hat, ein bisschen detailliert und so, sieht das richtig cool aus, denke ich. Dann können wir irgendwann auf jeden Fall noch den Wald hier komplett abbauen. Aber als allererstes würde ich sagen, steht auf jeden Fall dann noch der 30er Enchanter an. Der 30er Enchanter ist noch so mein nächster Plan, der jetzt erstmal so mit am wichtigsten ist, würde ich fast behaupten. Es sieht bisher aus, als wäre hier eine Bombe eingeschlagen. Auch so von den Lichtverhältnissen und so her. Aber ich denke, wenn es hier komplett fertig ist, was es ja noch nicht ist, dann sieht das, glaube ich, alles viel, viel besser aus. So Leute, ich habe hier jetzt schon mal überall Wasser gesetzt, damit ich sehe, wo was einfriert. Und ich da halt reagieren kann mit Fackeln oder erstmal mit Glowstone. Ich würde am liebsten hier alles mit Glowstone ausleuchten. Oder mit Seelaternen noch besser. Aber Problem ist nun mal, ich habe es noch nicht. Da müssen wir wohl noch warten. Man kann den Ort hier ja später noch verbessern. Wenn wir dann dementsprechend alles dafür haben. Aber bisher muss ich sagen, von der ganzen Atmosphäre, ich habe es jetzt gerade noch gesehen, als es schon groß gewachsen war hier, das ganze Bambus. Sieht es alles echt gar nicht so schlecht aus und mir gefällt es auch bisher echt gut. Ich habe jetzt hier nochmal 3 Stacks an Bambus, was definitiv reichen müsste für die kommende Zeit, für die ganze, also für alles hier eigentlich, so ziemlich. Dass ich jetzt alles nochmal ordentlich mit Bambus hier festmache. So, ich habe jetzt alles platziert und ich glaube, ein paar Leute werden schon erkennen, was ich jetzt hier für einen Plan habe. Oder wie ich mir das denke, also ich will hier so einen Weg durch haben, dass hier dann Zuckerrohr wächst, alles so ein bisschen mit Holz und Stein verzieren, vielleicht so ein paar Zäune noch, mal gucken. Und hier hinten ist dann Schluss und hier kommt dann halt so ein großer Wald hin, das wächst ja jetzt alles noch. Ein großer Bambuswald, den er natürlich dann immer abfarmen kann, das wächst ja alles wieder, so ist ja nicht. Und das mit dem Zuckerrohr scheint auch gut auszusehen, es wächst auf jeden Fall, das freut mich. Und dann haben wir eigentlich genug Bambus.
um uns genug Blöcke zu machen, genug Gerüstblöcke, um dann weiterzubauen. Das freut mich gerade echt sehr. Aber naja, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt hier mein Resultat, aber mal gucken, ist ja alles so verbesserungswürdig. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.